Ja, okay. So. Hallo erstmal zum Thema Mikrowelle erweitern. Mein Name ist DSP von Entropia. Wir sind ein kleiner Haufen und ich dachte mir das fast schon. Von daher ist es naheliegend, dass ihr einfach den Talk so macht, wie er euch gefällt, nämlich indem ihr möglichst viele Fragen stellt und wir auch ganz andere Themen zum Thema Git und Mercurial besprechen können, als es prinzipiell vorgesehen ist. Von daher möglichst viel Fragen, möglichst viel irgendwie über, keine Ahnung, eure Probleme reden oder Missverständnisse reden oder was ihr machen wollt damit. Kurze Frage, wer hat Mercurial eingesetzt bis jetzt schon? Okay, das ist gut. Wer hat Git eingesetzt? Der Rest fast. Okay, das ist gut. Was ist Mercurial? Mercurial ist ein Distributed Version Control System. Das heißt, es ist ein verteiltes Versionskontrollsystem. Es ist für die ein, zwei Leute, die noch nichts mit Git und Mercurial zu tun hatten, vielleicht ein bisschen strange am Anfang, aber wir werden gleich sehen, wie das so tickt. Ein Riesenvorteil von Mercurial ist, es ist in Python geschrieben. Im Gegensatz zu Git zum Beispiel, was in C und ein bisschen Shell und Perl geschrieben ist, ist Mercurial komplett, bis auf ein paar ganz kleine Komponenten, in Python geschrieben. Die paar kleinen Komponenten sind zur Performance-Optimierung wurden da Python-Module in C implementiert. Und genau darauf wollen wir heute hinaus, dass wir einfach ein bisschen wirklich in die Mercurial-API reingucken und eine Extension schreiben werden und einfach mal so gucken, wie kann ich einfach mein Versionskontrollsystem so ändern, wie ich Lust drauf habe, weil ich will einfach meine Tools so gestalten, wie ich sie brauche. Und wenn mir was fehlt, dann baue ich es mir halt im Notfall einfach dazu. Nochmal kurz Mercurial für die Leute, die es noch nicht eingesetzt haben, in 5 Minuten durchgesprochen. Man hat ein Kommando, das fängt an mit HG, das ist das chemische Symbol für Quicksilber und Mercury ist das der englische Begriff für Quicksilber und das ist irgendwie so halb, hat sich jemand gedacht, das ist so ein bisschen halb zusammenhängend. Von daher ist das das Kürzel für die Kommandozeile. HG-init legt ein neues Repository an und da sind wir schon bei den ersten Sachen für die Leute, die noch kein Distributed Version Control System in der Hand gehabt haben. Wenn ich ein HG-init hier mache, dann habe ich plötzlich hier einen Ordner namens HG und das ist mein lokales Repository, denn alles ist erstmal lokal auf der Festplatte. Und das Einzige, was mir, also ich habe keinen Server mehr, der die Revisionen speichert, sondern ich speichere die Revisionen komplett auf der Platte. Das Einzige, was mir ein verteiltes Versionskontrollsystem abnimmt, ist, dass es mir einen Synchronisationsmechanismus an die Hand gibt. Wie gesagt, wir haben das .hg-Verzeichnis, das sollte man besser nicht löschen, weil da sind alle Daten drin gespeichert. Und ansonsten hat man einfach sein Working Directory ganz normal, wie man es aus der Version, CVS und alle anderen kruden Systeme noch so kennt. Man kann Dateien hinzufügen mit hg-add und hg-rm. Ich muss ein bisschen auf die Leute eingehen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Leute mehr Git können als Mercurial. Man muss eine Datei nur einmal mit hg-add hinzufügen, weil es sowas wie einen Index nicht gibt. Also wenn wir eine Datei hinzugefügt haben, ich kann das mal kurz zeigen. Echo a, hg-add a. Und dann will ich natürlich wissen, wurde was hinzugefügt oder welche Dateien sind noch nicht hinzugefügt worden. Dann kann ich hg-status machen und ich sehe das. Ganz klar, eindeutig, was schon hinzugefügt worden ist und was beim nächsten Commit mitcommitted werden würde. Kurz dazu noch ein bisschen, weil man will ja nicht immer hg-status tippen. Mercurial hat ein Matching auf den Kommandozeilen, auf den Kommandos. Das heißt, wenn ich anfange, hgst einzugeben und das ist eindeutig als Anfang von einem Kommando, dann nimmt er das. Also hgst macht das Gleiche, während hgs nicht funktionieren würde, weil es mehrdeutig ist, weil Serve, Show, Config, Status und Strip auch funktionieren. Bei Status ist noch ein bisschen Sonderrolle, weil ST ist eine Abkürzung, weil Strip würde ja auch anfangen mit ST. Aber HG-Sum zum Beispiel macht mir ein Summary und so weiter. Es muss einfach nur so lang matchen, dass es eindeutig ist, so viel matchen, dass es eindeutig ist. Und damit kann ich mir raussuchen, was sich so geändert hat in meinem Repository, wenn ich was geändert habe irgendwie, wenn ich irgendwie Dateien editiert habe. Dann committe ich das Ganze, hg-commit, kriegt wie immer eine Eingabe auf, dass ich bitte meine Commit-Message reinschreiben soll. Ich weiß nicht, ich kann jetzt, normalerweise poche ich ewig drauf rum, dass die Leute ordentliche Commit-Messages schreiben. Mache ich jetzt hier mal nicht, aber schreibt ordentliche Commit-Messages, weil alles andere bringt eure Mit-Projekttypen irgendwie echt treibt es in den Wahnsinn.
Genau, und dann will ich natürlich, also das wäre so alles, was man so prinzipiell grundlegend für sein kleines Mini-Projekt braucht. Ich kann Dateien hinzufügen, ich kann schauen, was sich geändert hat, habe also ein Repository, ich kann in frühere Revisionen zurück, das zeige ich gleich. Und dann will ich tendenziell meine Daten irgendwo hinschieben, weil ich will sie nicht lokal auf der Platte haben, weil das ist normalerweise nicht so gut, wenn man irgendwie einen Plattencrash hat oder irgendwie zu viel Mate über seinen Rechner gekippt hat oder so. Und man kann einfach mit dem Push-Kommando sein Repository irgendwo hinschieben. Mercurial unterstützt vor allem, also hauptsächlich zwei Protokolle. Das ist einmal SSH logischerweise. Ich brauche einfach nur eine SSH-Access auf irgendeinem Rechner und kann einfach da meine Daten hinschieben, mein Repository. Und das zweite ist HTTP. Wobei man das, eine kleine Randnotiz, HTTP-Support ist in Mercurial deutlich besser als in Git, weil es ein intelligenteres Austauschformat war, also was man anfragt und was nicht und so weiter. Falls sich jemand schon mal gewundert hat, warum Google Code Mercurial unterstützt und nicht Git, ist genau HTTP-Support gewesen. Also ist der einzige Grund, weil Git einfach so schlechten HTTP-Support hatte über Jahre. Ein kleines Sonderfeature, was es immer an der Stelle noch gibt, wenn man mal lokal sein Repository hat und es irgendwo anders hinschieben will, initial kann man sein lokales Repository auf einen anderen Rechner klonen. Man kann natürlich aber auch genauso von irgendeinem anderen Rechner ein Repository lokal klonen. Das heißt, dass ich mir den kompletten Inhalt eines Repositories auf meine Platte schiebe, beziehungsweise von meiner Platte auf irgendwo anders hinschiebe oder auch auf meiner Platte hin und her schiebe. Es ist einfach nur ein kompletter initialer Klon eben, wie das schon gesagt wird. Gut. Gibt es dazu Fragen? Weil das war jetzt echt super schnell, weil ich denke, alle kennen das. Okay, gut. Kennen alle. Ich muss nichts mehr darüber sagen. HG-Log ist logischerweise das ganz normale. Ich kann mal reingucken, was so Leute gemacht haben. Und HG-Update ist das, was ein Checkout in Git ist, dass ich einfach zu einer früheren Revision springe mit -R und einer Revisionsnummer. Da kommen wir gleich zu den Revisionsnummern. Nämlich genau das hier. Und da wollen wir ein bisschen anfangen, so ein bisschen nochmal die Unterschiede zu Git herauszuschreiben und ein bisschen näher zu betrachten. Und das Erste, was einem auffällt, sind Revisionsnummern, weil in Git haben wir nur SHA-1s, das heißt 40 Zeichen hexadezimal kodierte Zahlen, die relativ dumm zu merken sind. Ich muss sie jetzt nicht komplett merken zum Glück, aber es reicht mit meistens schon, dass die ersten 7 Zeichen relativ verwirrend sind für mich. Mercurial hat da ein bisschen andere Ansätze, und zwar führt das lokal erstmal eine Revisionsnummer mit. Und zwar eine ganz normale, wie man sie aus der Version kennt. Die ist nur lokal gültig. Ja? Also wenn ich irgendjemanden eine Revision mein Repository gebe und der schiebt sich irgendeine andere Branch rein, der pullt die in eine andere Branch oder committet was, dann hat er eine andere Revisionsnummer 6, als ich eine Revisionsnummer 6 habe. Ja? Aber weil ich lokal normalerweise nicht Lust habe, also relativ viel hin und her springe und relativ knapp meine Revision ansprechen will, habe ich einfach eine linear fortlaufende lokale Zahl für mein Repository. Also einfach 5, 12, sonst was. Es geht einfach auf von 0. Ich habe aber immer noch die Node-ID. Es ist genau das gleiche wie in Git, dass ich einen kompletten SHA-1 habe, 40 Zeichen. Ich kann ihn so kurz halten, wie er eindeutig ist im Repository. Und damit kann ich auch immer jeden Commit ansprechen. Das brauche ich natürlich, wenn ich mal mit jemandem Repository ausgetauscht habe und mit ihm über eine Revision sprechen will, dann kann ich ihm nicht sagen, Revision 5, weil er könnte eine andere Revision 5 in seinem Repository haben, weil er vielleicht einfach in einer anderen Reihenfolge gepullt hat oder committed hat als ich oder wir noch nicht gemerged haben. Und da sprechen wir also immer von den Node-IDs, weil die sind hoffentlich weltweit eindeutig. Es gibt dann schon. Wir können uns auch über SHA-1 streiten, aber keine Lust an der Stelle. Und dann gibt es sogenannte Pseudo-IDs, die es noch gibt. Und zwar ist es der Punkt einerseits, der den aktuellen Status im Verzeichnis markiert. Das heißt, der noch nicht committete Status ist selber wieder, kann man ansprechen als Revision. Minuszahlen sind von der höchsten Revision, die im Moment existiert, nach hinten. Also -5 sind genau 4 Revisionen von der obersten, von der neuesten Revision in meinem Repository. Das brauche ich halt relativ oft, wenn ich sage, okay, ich will 2 Revisionen zurückspringen, mache ich eigentlich HG-Update -R -3 und bin 2 Versionen hinten. Genau. Das sind die Pseudo-IDs. Es gibt noch die Pseudo-ID-Tip für die allerneueste Revision, die es im Repository gibt.
Und dann gibt es sogenannte RefSets. RefSets ist eine relativ neue Sache, die viele Leute noch nicht so kennen, wenn sie Mercurial nicht wirklich intensiv machen. Das ist eine Query Language für Revisionen, die in Mercurial mittlerweile eingebaut ist. Ich kann Ranges queryen, kann zum Beispiel sagen, ich will hier von der Revision 1 zu Revision 5 in einem alle Revisionen angezeigt kriegen, zum Beispiel bei Gitlog, HGlog. Oder ich will von 10 zu 5 ohne, aber die 7, also die Revision 7 wird ausgelassen. Ich kann sagen, ich will die älteste Revision haben, bei der die Datei foo.c hinzugefügt worden ist und so weiter. Das ist eine relativ komplizierte Query Language, sollte man mal gesehen haben, weil wenn man die verstanden hat, kann man ungefähr 90% aller Git-Kommandos, die irgendwie mit log zu tun hat, einfach in RefSets nachbauen. Genau. Ansonsten hghelp für die restlichen Kommandos, wenn man sich halt einfach mal in das System so ein bisschen einfinden will. Aber dafür sind wir eigentlich nicht da. Ein Punkt nochmal, weil wir jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen, okay, wir gehen davon aus, dass ihr so ein bisschen Ahnung habt, Mercurial tickt. Also schauen wir uns ein bisschen an, wie die Konzepte dahinter funktionieren, damit wir dann in den Extensions auch wissen, was wir machen und dass wir nichts kaputt machen. Und der erste Teil ist natürlich, dass wir gucken müssen, wie ordnet oder wie speichert Mercurial konzeptionell Geschichte, also History. Und das funktioniert genauso wie in Git. Ich habe einen Graphen, und zwar einen azyklischen gerichteten Graphen. Das heißt, in der Revision 0, was wir hier ganz links sehen, das ist die allererste Revision. Wenn ich danach committe, dann kennt die Nachfolgerrevision, also der zweite weiße Bobble zum Beispiel, der weiß kennt genau seinen Vorgänger und dessen Nachfolger kennt wieder seinen Vorgänger und so weiter. Das heißt, ich kann meine Commit-History aufbauen, beziehungsweise wenn ich eine Branch anlege, kriege ich halt so eine Abspaltung. Wenn ich Merge kriege, kriege ich halt wieder was zusammengeschoben. Das ist eigentlich ein relativ normales Konzept in allen dezentralen Versionskontrollsystemen, dass man Geschichte, also History in Graphen repräsentiert. Ist das soweit klar oder spreche ich über irgendwas, was ihr echt nicht wisst? Weil sonst mache ich die Graphensache echt ganz langsam und ganz klar. Du meinst, welche Richtung gespeichert wird? Immer der Vorgänger wird nur gespeichert. Also und der nee, es wird immer ein Delta gespeichert. Es wird ein Delta zwischen den beiden gespeichert. Also wenn ich habe eine ursprüngliche Version, speichere mir dann mit, was sich geändert hat zwischen der ersten Version und der zweiten Version. Aber die zweite Version kennt nur, weiß nur, dass das Delta zwischen ihr und der ersten war. Nee, weil du, ja, theoretisch schon, aber Mercurial ist intelligent genug zu wissen, dass ich nach so und so viel Revision, nämlich genau dann, wenn die Delta-Chain so groß wird, wie die File selber, dann speichert Mercurial wieder das komplette File. Und dann muss ich nur so weit in der zurückgehen. Also ich muss nie die ganze Delta-Chain zurückgehen. Aber klar, umso mehr Dateien du hast, umso mehr Deltas du hast, desto mehr brauchst du einfach, um es aufzubauen. Was aber einfach, weil es lokal liegt, extrem schnell geht. Also es ist ja genau das, was du beim, keine Ahnung, wenn ein Linux-Kernel irgendwie ein Checkout machst auf eine frühere Revision, macht er genau das Gleiche, geht Delta-Chains entlang ohne Ende. Aber die sind normalerweise nicht länger als, ich weiß nicht, wie es in Mercurial genau ist, aber so im Regelfall ist es nicht länger als 20 Deltas oder 30 Deltas. Und also das geht locker mit modernen SSDs vor allem erst recht. Also ich habe noch nie irgendwie auf mein Checkout gewartet. Genau, also nochmal für die Leute, die Git kennen, so eine Übersicht. Im Endeffekt die gleichen Kommandos. Aber es gibt eben ein paar ganz kleine Unterschiede und auf die müssen wir eingehen, wenn wir wirklich nachher tief reingehen wollen in die Core und uns die Dinge genauer anschauen wollen, damit wir genau wissen, warum das jetzt nicht so tickt, wie das vielleicht aus Git gewohnt ist oder umgekehrt, warum Git an manchen Stellen anders tickt als Mercurial. Und das ist der allererste wichtigste Ding, das missverstehen die allermeisten. Wer sich Branching in Git angeschaut hat, der weiß, dass Branches nichts anderes sind als Namen für Zweige in dem ganzen Graphen. Und diese Namen sind völlig egal, die können weggelöscht werden und können wieder hinzugefügt werden und sie werden nicht versioniert. Also Branch-Namen werden in Git nicht versioniert. Und das ist fundamental anders in Mercurial. In Mercurial weiß jedes Change-Set, wenn ich committe, dann wird in dem Change-Set gespeichert, auf welcher Branch es war. Das heißt, ich kann eine Branch, wenn sie einmal angelegt und einmal committed worden ist, nicht mehr löschen. Das wird einfach im Change-Set gespeichert, das hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Der Nachteil ist ganz offensichtlich,
Ich kann nicht 20 Testbranches haben, was halt irgendwie in Git geht, weil jeder lokal seine kleine Testbranch hat und es interessiert keinen, ob das 20 mal Test heißt, weil es eben nicht mitgespeichert wird. In Mercurial kriegt man da Namenskonflikte, wenn man Pech hat. Hat aber den riesen Vorteil, dass man, wenn man zurückgeht und halt der Branchname immer erhalten bleibt. Also man kann einfach mal in Git aus Versehen den Branchnamen verlieren und Branchnamen an sich haben manchmal auch Informationen. Zum Beispiel Release 2 ist eine Information darüber, was die Branch eigentlich gemacht hat. Und das kann ich in Git verlieren und das ist halt dann auch blöd. Genau, aber das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied, wo so viele Leute wirklich auf die Schnauze fliegen und es deswegen in Mercurial mittlerweile 3 andere Konzepte gibt, Branches zu implementieren. Oder es gibt gesamt 3, also 2 andere noch. Genau. Dann hat man die Notation der sogenannten Heads. Das sind die Endrevisionen in dem Graphen, die keinen Nachfolger mehr haben. In dem Fall die helleren auf der Seite eingezeichnet. Das sind sogenannte Heads in Mercurial. Die müssen auch nicht unbedingt einen Namen haben, die müssen nicht eine eigene Branch haben. Sie können anonyme Heads sein, die nur mit Revisionsnummern angebbar sind. Aber das ist einfach so dieser Begriff der Heads. In Git müssen die alle einen Branch-Namen haben. Oder im Regelfall, ja, es gibt ein bisschen Ausnahmen. Und es gibt keinen Index. Also ich weiß nicht, in Git gibt es den Index, in dem getrackt wird, was sich geändert hat zwischen Working Directory und dem Index und zwischen dem Index und dem Repository. Und der Index wird einerseits als Speed Enhancement, einfach als Optimierung implementiert, aber andererseits wird es vor allem auch dafür implementiert, dass man zum Beispiel nur Teile von der Datei markiert, dass sie halt beim nächsten Commit reingeworfen wird. Also das ist dieses typische Git add minus i oder git add minus p Kommando. Diesen Index gibt's nicht in Mercurial. Es gibt nichts in der Mitte, was irgendwie noch zusätzlich cached oder trackt, was dazu führt, dass ich nicht dauernd git commit minus a machen muss oder hg commit minus a, um den Index abzudaten. Ich muss nicht vorher meine Datei mit git stage irgendwie stagen, damit der Index das mitkriegt. Es funktioniert, muss man alles gar nicht machen. Es funktioniert genauso wie in allen anderen Versionskontrollsystemen in Mercurial. Da steht git so ein bisschen alleine da. Sondern in Mercurial mache ich einfach Änderungen von der Datei, die schon getrackt ist, mache Commit und es funktioniert. Wie gesagt, hat Vor-, hat Nachteile, kann man sich lange drüber streiten. Die Erfahrung zeigt, dass so viele Leute über den Index drüber stolpern, dass ich es für eine Bereicherung halte, dass es nicht drin ist. Und dann kommt eben dieser große Punkt mit den Extensions, dass Mercurial nativ Extensions unterstützt. Das heißt, ich kann in Mercurial über Python neue Kommandos hinzufügen. Ich kann Kommandos, die bereits existieren, wrappen und editieren und eine Option hinzufügen und ihr Verhalten ändern. Und das ist ein fundamentales Konzept, weil während man in Git sagt, wir wollen alle Features in die Core reinpacken, weil es ist C, wir werfen da alles rein und haben so ungefähr 1000 Optionen, die wir machen können, sagt man in Mercurial, wir wollen eine ganz, ganz, ganz einfache Basis haben, die völlig trivial ist, die nichts kann, die kann kein Rebase, keine Ahnung, die kann noch nicht mal den Graphen auf der Kommandozeile anzeigen, das kann einfach im Endeffekt nur normal Versionskontrollsystem committen, updaten, pushen, pullen und mehr nicht. Aber wir liefern erstens einen Haufen Extensions mit, die wir maintainen und die Leute einfach anschalten können, trivialerweise. Oder es gibt einfach große, sau viele Extensions da draußen, die Leute verwenden können, die sie einfach runterladen können und einfach irgendwo reinwerfen und dann funktioniert das out of the box. Und damit kann man sein Mercurial voll aufblasen zu einem genauso komplexen Ding wie Git. Genau. Und wir wollen eben jetzt mal gucken, wie können wir so ein Ding so eine Extension schreiben. Und da schauen wir uns erstmal so ein bisschen das Repository-Format von Mercurial an, wie das so gesamt tickt, damit wir mal so ein bisschen einen Einblick haben, warum die Daten so gespeichert sind, wie sie gespeichert sind und warum sie so relativ kompakt gespeichert sind. Genau. Und zwar besteht das eigentlich aus, besteht ein Mercurial-Repository aus 3 großen Indexen, beziehungsweise also 2 großen Indexen und noch so eine Indexstruktur, die File-Index. Und alle 3 basieren auf demselben Format. Das besprechen wir gleich, das Format. Und das ist dieses Reflog-Format. Also alle 3, wir haben 3 Indexe und alle 3 Indexe haben drunterliegend die komplette gleiche Datenstruktur, denselben Aufbau,
Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber die Grundstruktur ist klar. Die haben einfach nur erstens einen Pointer in das Datenformat, damit, wenn ich den Index angeschaut habe, weiß, wo ich hinspringen muss im Datenformat. Es hat Flags, es hat ein bisschen Längenangaben, es hat eine Revision gegen es hat einen Link auf die Revision, die Basic Revision, die dafür da ist, zu sagen, wann das die Datei das letzte Mal komplett gespeichert wurde und nicht nur Deltas. Link Revision kommen wir noch dazu. Es gibt noch die beiden Vorgänger und die Node ID. Die Node ID ist eben genau diese 32-Bit-Hash. Und das ist eigentlich so das ganze Format. Das heißt, jeder einzelne Eintrag in diesem Format speichert im Endeffekt nichts viel mehr mit als seine beiden Vorgänger. Ein bisschen minimal Daten dazu und vor allem das Offset in den Index. Das heißt, es ist sehr kompakt. Genau, und man kann sich das auch irgendwie mal mit so Indexen debuggen anschauen, wenn man Lust drauf hat. Und darauf aufbauend, auf diesem Reflog-Format ist das erste Format der File-Log. Der File-Log speichert alle Daten, die eine Datei editiert, also die an alle Versionen einer Datei werden in dem File-Log gespeichert. Das heißt, in dem File-Log steht drin, okay, das hier war Revision 1 von dem File und das hat übrigens die Größe 20 Kilobyte, komprimiert hat es irgendwie 18 Kilobyte. Das hat übrigens den Vorgänger im File, ja, also wenn ich das File rekonstruieren will, dann muss ich vielleicht die vorherige Version der Datei anschauen will, dann muss ich da zurückspringen zu der ID und genau, und das war's eigentlich schon, also mehr wird da auch gar nicht mehr drin gespeichert. Und der Punkt ist, das gibt's für jede Datei im Repository. Ja? Also das für jede Datei, die ich in meinem Repository hinzufüge, gibt's ein so ein File-Format, so ein File-Log. Meines Erachtens ist eine der größten konzeptionellen Schwächen von BigQuery, weil du keine Komprimierungen über Files hinweg machen kannst. Aber genau, auf jeden Fall ist es relativ trivial. Und dann gibt es eben das Manifest. Und das Manifest sagt nichts anderes als, wir haben jetzt die ganzen File-Revisionen. Wir haben eine foo.c in Revision 1 bis 10, keine Ahnung, und eine bar.c in Revision 1 bis 20. Und jetzt wissen wir aber nicht, wenn ich in meinem Verzeichnis oder in meinem Repository die Version 5 wirklich auschecken will, die für mich sichtbare Change-Version 5, ja, welche Revisionen im File-Log stehen dahinter, ja, weil die Datei kann sich ja 30 Mal geändert haben oder 20 Mal und die Revisionsnummern werden einfach beim File-Log inkrementell hochgezählt und sind nicht parallel zu der aktuellen Changelog-ID. Das heißt, wenn ich die ID 5 habe in meinem Commit, die Commit-ID 5, ist das nicht die File-ID 5 von der Datei unbedingt. Das kann auch die File-ID 3 sein von der Datei. Ja? Und das Manifest sagt nichts anderes als, okay, in der Change-Version 5 ist es übrigens die Datei in Revision 3 da. Ja? Also das sieht dann einfach so aus. Da steht nichts anderes da als Dateiname und dann steht halt da die Node-ID, die ich suchen muss im File-Log, damit ich das wieder aufbauen kann. Ja? Eigentlich gar nicht so schwer. Und der Changelog macht nichts anderes, als den Rest der Daten zu speichern, nämlich zu speichern, okay, das ist die Repository-Revisionsnummer 5, da gab es die Commit-Message so und so, das ist der Autor so und so, an dem Datum so und so, die Vorgänger auf Change-Version waren so und so und wenn ich das komplette Repository an der Stelle wiederherstellen will, dann muss ich das Manifest an der Stelle anschauen und das Manifest benutzen, um dann aus den File-Logs wieder die Daten zu suchen. Also genau das, der Change-Log verweist auf das Manifest und das Manifest verweist auf die Pfeile, weil das Manifest im Endeffekt nur ist, wie das Verzeichnis aufgebaut ist. Und das ist so die grundlegende Struktur, eigentlich total trivial, kann man super schnell in Parser implementieren, gibt es auch mittlerweile Parser in C für, aber es wird also immer noch in Python gelesen. Genau, und wenn ich, hat jemand gerade eine Uhr da? Ich mag nur mal so wissen, wie viel Uhr es ist. Okay, 44, gut. Und wenn ich mir so das grobe Repository-Format weiß und weiß, wie Revisionsnummern so ticken, dann kann ich mich so ein bisschen ranwagen und endlich mal Extension schreiben und da wird mir auch ein bisschen was abgenommen, also ich muss nicht so ganz auf die grundlegenden Strukturen. Genau. Erstmal zu Extensions. Extensions sind super trivial. Im Endeffekt sind das eine Python-Datei oder ein Python-Modul, je nachdem, wie ich es mir aussuche. Und die kann ich einfach nur aktivieren, indem ich in der HGRC, das ist die globale BigQuery-Konfiguration, reinschreibe die Namen der Extension, dieser Ini-Sektion Extensions, die Namen der Extension. Und dann
entweder, wenn es direkt mit Mercurial mitgeliefert worden ist, wie zum Beispiel die Prompt-Extension, schreibe ich nur ein Ist gleich dahinter, Mercurial erkennt, dass es mitgeliefert worden und schreibt die automatisch rein. Ich brauche keinen Pfad angeben. Es gibt da so ein paar Extensions, die eben mit Mercurial mitgeliefert worden sind. Und wenn ich zum Beispiel wie HG Subversion, was so das typische Git SVN für Mercurial ist, wenn ich das benutzen will, dann gibt es das nicht. Dann muss ich das erstmal runterladen irgendwie, dann klone ich mir halt das HG Subversion Repository. Und dann schreibe ich einfach rein, Subversion ist gleich und gebe den Pfad zu der Datei an. Und das war's. Und dann, die Datei wird dann einfach geladen, wenn Mercurial gestartet wird. Und bestimmte Methoden werden dann aufgerufen. Und das ist eigentlich so die gesamte Extension-Mechanik schon. Also ich kann wirklich super triviale Extensions da reinwerfen. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich irgendwie Extensions habe, die irgendwie was über Netzwerk machen, dann muss ich sie auf beiden Rechnern angeschaltet haben. Sonst geht's natürlich nicht, klar. Also, wenn die Extension nicht geladen wird, auf der einen Seite, weil sie nicht angeschaltet ist und ich will der was schicken, dann geht's natürlich nicht. Mitgelieferte Extensions gibt es ein paar, eigentlich relativ wurscht. Aber da sind einfach nochmal, sind so typische Dinge drin, die du in Git out of the box kriegst, die halt nicht direkt funktionieren in Mercurial. Du musst halt Caller, wenn du colorisierten Output haben willst, musst du halt die Caller-Extension anmachen. Hat dafür Vorteile, dass ein bisschen kompliziertere Sachen wie ZeroConf einfach auch funktionieren. Genau, und jetzt sind wir eigentlich bei dem Hauptteil des ganzen Vortrages, nämlich wir wollen eine Extension schreiben. Und das ist eigentlich echt super genial einfach, weil wenn ich nämlich diese Py-Datei, die Python-Datei meiner globalen Mercurial-Config angegeben habe, dann kann ich einfach auf den Mercurial-Namespace zugreifen. Da sorgt mir Mercurial dafür, dass das richtig gemacht wird. Und dann kann ich einfach anfangen, aus Mercurial die API zu importieren. Das ist primär meistens die Extension-API, die macht nichts anderes als ein paar Funktionen mir zur Verfügung stellen, um einfach existierende Mercurial-Kommandos leichter zu wrappen. Ja? Einfach nur, das sind ein paar Helferfunktionen. Util ist noch so ein bisschen, da sind so ein paar Helfer nochmal drin. Ich kann das Local-Repo inkludieren oder importieren, wo ich dann auf das Repository zugreifen kann und so weiter. Und vor allem will ich aber auch noch die aus einem I18N will ich den Underscore importieren, um einfach Translation zu haben, falls nötig. Und dann gibt es diese drei großen Dinge, nämlich erstens X-Setup, Repo-Setup steht da, gibt's nicht, sondern das heißt Setup, und CMD-Table. Und das ist eigentlich relativ straightforward. Und zwar, wenn Mercurial gestartet wird und die Extension geladen wird, dann wird, wird aus dieser Datei, die ich angegeben habe in der Config, wird immer die Funktion X-Setup aufgerufen. Und die kriegt ein UI, das ist eine Klasse, die einfach Output macht, einfach User Interface. Da sind Funktionen wie Write, wie Status, wie Debug drin und die rappen mir das einfach nur, dass es schöner auf die Konsole ausgegeben wird und sowas wie irgendwie verbose und so richtig gehandelt wird. Genau. Und Repo Setup wird aufgerufen, sobald ein Repository vorhanden ist. Weil ich könnte ja theoretisch Mercurial auch außerhalb eines Repositories aufrufen, dann wird Repo-Setup nie aufgerufen. Aber sobald ich es innerhalb eines Repositories aufrufe und ein Repository vorhanden ist, ein Repository-Objekt, kriege ich das direkt mit als Repo. Und damit habe ich eigentlich so mein Repository in der Hand und kann schön irgendwie Graphen entlang laufen und sonst was. Und natürlich will ich meistens ein eigenes eigenes Kommando zur Verfügung stellen. Und dafür gibt es den CMD-Table. Und da gebe ich, das ist einfach nur ein Dictionary und dem gebe ich einen Namen und also das erste ist der Name einfach von dem Kommando, dann kommt ein Tupel, wo der erste Teil die Funktion ist, die aufgerufen werden soll. Und dann gibt es eine Parameterliste, die in der Help aufgezeigt wird und auch beim Parsen beachtet wird. Und dann gibt es noch einen Hilfetext. Und dann funktioniert eigentlich alles out of the box. Sobald ich das gemacht habe, kann ich hg-help eingeben und mein Kommando taucht auf mit der Description, die ich hinten angegeben habe, mit den Parameterlisten und das funktioniert einfach. Genau. Wie gesagt, X-Setup wird vor einem UI-Setup aufgerufen, was nicht wirklich verwendet wird mehr, weil das nämlich durch Repo-Setup ersetzt wurde. Das heißt, wir haben X-Setup und Repo-Setup und wenn wir das benutzen, können wir eigentlich alles machen. Jetzt schaue ich mal, ob ich meine kleine Demo habe, wenn ich noch die SSH-Verbindung zum Linux-Rechner habe, weil ich den Mac nur für Vorträge benutze, weil Mac einfach Scheißteile sind.
Ich habe es hier gar nicht drauf. Nee. Also ich kann hier zum Beispiel so ein GPN 11 von Pi anlegen, von Mercurial Import Extensions from Mercurial. Dev GPN 11, keine Ahnung. Jedes Kommando kriegt automatisch immer ein UI-Objekt und ein Repo mit. Und dann mache ich einfach print hello world cmd table gpn 11 trage das in meine HGRC ein. Jetzt schaue ich, ob es richtig geladen wurde. Wurde es scheinbar, weil sonst hätte mir jetzt hier einen Fehler geworfen. Ich schaue mal und hier sieht schon Enabled Extension. Meine Extension ist drin. Und wenn ich jetzt HGGPN11 aufrufe, dann brauche ich ein Repository, in dem ich besser drin bin, sonst schreit er. Und das war's. Also, und von dem Moment an habe ich ein Repository in der Hand. Ich habe eine Ausgabe in der Hand. Genau, ich habe die ganzen Changes in der Hand. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich kann committen, ich kann adden und so weiter. Und das ist eigentlich wirklich trivial aufzusetzen. Genau, bei der UI gibt es halt so ein paar Methoden, so Standard Write für ganz normale Ausgabe, Warn, wenn ich eine Warning machen will. Notice, Status, Debug ist selbst erklären. Und wenn ich komplett abbrechen will, weil ein Kommando fehlgeschlagen ist, werfe ich eine util.abort-exception und das war's. Und dann habe ich eben die API zur Verfügung und die API ist ein bisschen größer als das, was da steht, aber das ist so das Wichtigste. Und das eine Wichtige ist das UI natürlich, klar. Dann kommt der Reflog und davon abgeleitet eben Changelog, Manifest und Filelog, was einfach, wo ich wirklich auf den Changelog zugreifen kann und so weiter. Aber damit habe ich meistens an Objekten direkt gar nichts zu tun, weil alles über Repositories geht. Und dann habe ich eben die Repository-Klasse und die Repository-Klasse wird aufgeschlüsselt in das Local Repo, was einfach ein lokales Repository, auf dem ich mich gerade befinde, repräsentiert. Und das ist so das Mächtigste, was ich haben kann. Da kann ich einfach Commits machen, ich kann Branches anschauen, ich kann zu einer früheren Revision springen, sonst was machen. Es gibt auch ein SSH-Repo. Also ich könnte auch einfach, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Push, wenn ich das Push-Kommando überschreibe und der zu einem SSH-Repository pushe, dann kriege ich als Repo-Objekt plötzlich ein SSH-Repository in die Hand. Und wenn ich da einfach eine Funktion aufrufe, dann handelt der mir das automatisch, dass es über ein Protokoll zum SSH-Server geht und dort von Mercurial wieder aufgefangen wird und in die richtige Funktion umgesetzt wird und zurückgeschleift wird. Und das gleiche mit HTTP-Repo. Einfach, ich fasse es halt einfach, ich rufe die Funktion auf und dahinter passiert Magic und es klappt. Und manchmal. Und dann gibt's halt den dir-State noch, das ist so der aktuelle Status meines Verzeichnisses. Wenn ich zum Beispiel eine Änderung hinzugefügt habe, aber noch nicht committed habe, dann hat sich der dir-State geändert. Aber das Repository noch nicht, weil es wurde ja noch nicht committed und erst der Commit schiebt es ins Repository rein. Das heißt, die Änderung würde ich nur in dem dir-State sehen. Ja? Aber jedes Repository weiß, kennt seinen dir-State und da kann ich einfach drauf zugreifen. Also sobald ich das Repro-Objekt in der Hand habe, kann ich auf den dir-State zugreifen und kann lustige Dinge damit machen und nachschauen, was sich so geändert hat. Und wie gesagt, das Hauptding, mit dem man eigentlich die ganze Zeit zu tun hat, ist das Local-Repo. Und da kann ich erstmal so prinzipiell die einfachsten Dinge machen, wie ich will gern mal so ein Change-Set in die Hand kriegen, Repo und dann Ecke Klammer auf ID, einfach irgendwie Revisionsnummer 5 und dann kriege ich die Revision Nummer 5 und kann da plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Description aufrufen und kriege die Commit-Message, ich kann die Branch aufrufen, die Methode und kriege den Namen, genau. Und das ist so alles, was ich so brauche im Regelfall, genau. Ich kann über Revisionen drüber iterieren. Das, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich es hin habe. Ich bin ein Volltrottel. Aber ich glaube, es war eigentlich irgendwo hier. Hm.
Was passiert mit irgendwie 3 Stunden Schlaf am Tag? Ist das echt nicht so gut, wenn man Vorträge halten will? Okay, also findet scheinbar nicht. Ah, doch, da, in den Current Tunnels, so hieß es, genau. Also ich kann ja zum Beispiel, einfach, ich habe hier so noch wieder Helferklassen, die ich haben kann, so ein Deckwalker, der mir einfach sagt, okay, gib mir mal eine Revision Range, so gib mir mal Revision in die Hand und ich helfe dir dabei, darüber zu iterieren. Und dem sage ich, okay, fang mal beim höchsten an. Das ist einfach die Länge des Repositories, wird automatisch auf die höchste Revisionsnummer gemappt, logischerweise, weil das Revision, das Repository ist so lang halt einfach. Und dann gehen wir bis zur Revision 0 runter, mit dem Step minus 1 logischerweise. Und jetzt macht ihr das als Generator, als Python-Generator und gibt mir eine ID in die Hand, gibt mir einen Changelog, einen Kontext und ich kann hier einfach CTX Description aufführen. Und das ist eigentlich so das Komplette. Und damit habe ich einen kompletten Git, so einen kompletten HG-Log in ganz primitiv nachgebaut. Also wenn ich das aufrufe, die 2 Zeilen, eben mit dem Kommando, dann gibt er mir einfach alle Commit-Messages aus, die er so in dem Repository findet. Genau. Also die API ist an der Stelle echt einfach. Das Local Repo hat halt echt 1000 Methoden, die muss man sich halt echt mal ein bisschen anschauen. Aber, genau, dann noch mal eine Sache, das ist das Wrappen von Funktionen, bevor wir zum interessanteren Teil kommen, mit was können wir mit dem ganzen Kram alles anstellen. Kommen wir noch mal zu dem Ding, wenn ich jetzt mal was Existierendes überschreiben will, zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt dieses in Git dieses minus s, Git commit minus s, wo immer so eine Sign-off-Line hinten dran geschrieben wird. Das gibt's in Mercurial nicht. Aber es ist halt trivial zu ihn ändern eigentlich, weil eigentlich will ich nichts anderes machen, als jedes Mal, wenn jemand committet mit diesem Flag, einfach hinten an den Commit-Message einen Text ranschreiben und dann das committen. Und genau das kann ich einfach machen. Ich kann hier einfach irgendwie sagen, okay, Extensions ist diese API, habe ich importiert, hat eine Methode wrap command, sagt, gibt's diesen commands.table, das ist eigentlich immer das Gleiche, das gebe ich einfach an. Und dann sage ich die Methode wieder, also das Kommando, das überschrieben werden soll, commit in dem Fall, und sag, okay, überschreib das mit der Methode myCommit. Und myCommit ist eine von mir definierte Funktion, die die Originalfunktion als ersten Parameter mitkriegt, nämlich das OriginalCommit, damit ich es halt wieder aufrufen kann. Das UI, Repo und die restlichen Parameter, die Commit auch kriegen könnte. Und jetzt könnte ich einfach hier so, keine Ahnung, in den Paths einfach mal gucken, so ist da die Message drin? Ja, wenn da die Message drin ist, dann schreibe ich was Neues an die Message ran oder überschreibe die Message und dann mache ich den Commit eigentlich. Und wenn ich zum Beispiel einen neuen Flag brauche, weil ich sage, ich mache das nur, wenn der Flag minus s gesetzt ist, dann kann ich hier unten noch mit Entry 1 irgendwie sagen, Punkt append. Das ist übrigens immer Entry 1 an der Stelle. Weil mir wrap command als Entry diesen Hash, dieses Dictionary-Eintrag zurückgibt, wo halt die Parameterliste im ersten, im zweiten Ding, also von 0 angefangen 1, im Tupel drin ist. Und da sage ich einfach, okay, ich will einen neuen Flag haben, minus t, in dem Fall für Test oder so. Und der Default-Parameter ist irgendwie false. Also wenn er nicht angegeben wird, kriege ich an der Stelle den Parameter als false zurück und fertig. Und damit kann ich eigentlich so komplett alles überschreiben, was ich irgendwie lustig bin. Und kann man einfach echt gut machen. Also ich habe mal ein paar Extensions geschrieben, Bookmarks zum Beispiel. Das war so ein bisschen anonyme Branches für Mercurial, wo wir halt einfach so die Hälfte der Core-Kommandos irgendwie überschrieben haben mit dem Kram. Und das ist halt echt kein Act. Also es ist mittlerweile besser. Früher hat man, ich weiß nicht, ob ich euch den Begriff Monkey-Patchen aus Python was sagt. Das kann man auch immer gern verwenden. Das hat man halt früher gemacht. Mittlerweile gibt's halt die API dafür. Und was ich damit machen kann, ich dachte mir, okay, irgendwie, ich brauche ja ein cooles Projekt für den Kram, weil wir sind auf der GPN und irgendwie, das ist alles nicht so beeindruckend. Ich denke mir mal so, ich wollte mir so eine Dropbox bauen, also eine ganz triviale Dropbox. Und habe heute Morgen damit angefangen und deswegen ist sie nicht fertig, logischerweise. Aber sie tickt, bis auf den Ding, dass sie noch nicht über Netzwerk synchronisiert, geht's eigentlich. Und zwar habe ich Folgendes. Wo ist es denn? Und zwar Folgendes, ich habe angefangen und habe mir gesagt, okay, ich will, das erste, was ich als Dropbox machen will, ich will mir
ein Verzeichnis nachgucken, wenn sich da was ändert. Deswegen bin ich auch mit SSH auf meiner Linux-Kiste drauf, weil da iNotify drauf ist. Das ist eine Kernel-Extension, die mir Bescheid sagt, wenn sich was in dem Verzeichnis ändert. Und dafür gibt es eine Python-Library. Die ist sauschrecklich zu benutzen, aber sie funktioniert so halbwegs. Und die benutze ich einfach. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich sage einfach, okay, ich will, wenn was hinzugefügt worden ist oder wenn jemand mit dem Schreiben fertig ist, ja, weil Modified ist scheinbar nicht das gleiche wie Schreiben fertig. Es gibt auch Modified, aber Modified wird irgendwie 5-mal mehr aufgerufen, deswegen habe ich in Close Write genommen. Genau, dann habe ich so eine Event-Handler-Klasse, die vom Prozess-Event erbt. Das ist einfach nur so ein Event. Also das ist die Klasse, die wird aufgerufen, wenn ich ein Event kriege von dem Filesystem. Und registriere mir die hübsch hier an dem Notifier und sage ihm dann, welches Verzeichnis gehandelt werden soll. Ja? Und da könnte ich jetzt eigentlich irgendwie eine Config lesen und so weiter. Und ich habe einfach gesagt, nee, es ist ja ein Mercurial-Kommando. Wenn ich Mercurial in einem Mercurial-Repository aufrufe, dann weiß Mercurial natürlich auch das Verzeichnis. Und das nehme ich mir einfach, das Verzeichnis, da wo ich halt gerade drin bin, also das Repository-Verzeichnis, das ist repo.root. Ich kriege ja, weil ich hier oben die Drop-Methode habe, da kriege ich mein Repository wieder mitgeliefert, das schon fertig initialisiert ist, und macht da root. Und sagt ihm einfach, okay, schau mal, was sich in diesem Verzeichnis ändert. Ich habe aus vorsichtshalber Gründen noch mal Rekursionen ausgenommen, weil sich da drin ja auch das .hg-Verzeichnis befindet. Und wenn ich Rekursionen reinmache und was committe, dann ändert sich automatisch wieder was in dem .hg-Verzeichnis. Und damit laufe ich in Schleifen, die nicht so ganz lustig sind, weil ich auf meine eigenen Commits höre und die Commits committen will. Das ist nicht gut. Und dann sage ich halt, keine Ahnung, Ausgabe, und dann ist der Loop und der fängt einfach an und loopt. Hier habe ich wieder den CMD-Table und habe dann einfach das Kommando Drop genannt und genau. Und dann habe ich das noch ein bisschen erweitert natürlich. Das ist ein Mercurial-Verzeichnis, ich habe nur schnell einfach neuere Versionen ausgecheckt, hoffentlich. Ah, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe es hier gebackupt auf die gute Oldschool-Weise, weil ich weiß, dass ich mit zu viel Mate und zu wenig Schlaf nicht so gut bin. Okay. Und ich habe es halt ein bisschen aufgebohrt und habe halt angefangen, okay, so, wenn ich jetzt ein Event reinkriege, dann kriege ich, wenn sich was Neues hinzugefügt wurde, dann kriege ich diesen inCreateEvent. Das heißt einfach so, das ist so eine Namenskonvention von diesem iNotify. Und dann habe ich ein Event und da steht ein Name drin von der Datei, die sich geändert hat. Oder hinzugefügt worden ist in dem Fall. Und das erste, was ich mache, ich checke, ob dieser Datei nicht spezielle Namen hat, weil Mercurial beim Committen selber Dateien ganz kurz anlegt, temporäre Verzeichnisse, und die wollen dann wieder selber hinzugefügt werden, und deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Egal. Und dann sage ich ihm, okay, schau mal, ob das überhaupt nicht in der HG Ignore drin steht, so mit dem Match. Und wenn das halt da nicht drin steht, also wenn es nicht ignoriert werden soll, die Datei, dann mache ich einfach cmd-util. Das ist einfach ein Command-util. Command-utils sind dafür designt worden, dass ich innerhalb der API sozusagen das fertige Kommando zur Verfügung habe. Ja, weil das Kommando, wie es original definiert ist, von außen braucht ein bisschen mehr Betüdelung. Und von daher habe ich diese Command-util. Und dem sage ich einfach, okay, hier habe ich die UI wieder, also die Ausgabe, das Ausgabeobjekt, das Repo-Objekt, das muss ich immer mit rumgeben. Ich habe einen Match auf dieses Directory oder auf diese Datei. Die false, weiß gerade gar nicht, was es war. Ach doch, es war irgendwie, ob es nur ein Dry Run ist, also ob ich es nur emulieren will und gar nicht wirklich committen will. Und das andere war irgendwie der Branch-Name oder irgendwie sowas. Und was der Präfix macht, kein Plan. Und rejected sagt mir, okay, wo das jetzt, rejected ist klar, also die Rückgabe ist halt true, wenn es halt rejected worden ist. Das heißt, ich hab's halt, du musst nicht committen, ansonsten commit ich's. Und das war's, also es war dann fertig committed. Im Endeffekt sage ich halt Status noch. Und wenn irgendwie ein Schreibbefehl fertig geworden ist, dann habe ich wieder ein cmd-util für commit und kann einfach die Commit-Funktion aufrufen, kann eine Message angeben, und das ist alles relativ straightforward. Und wie komme ich überhaupt auf den Kram? Also wie suche ich in dem Kram, dass ich auf die Idee komme, das zu verwenden? Weil es gibt keine API-Dokumentation in dem Fall. Wenn das jemand fragen wollte, ist es halt wie immer der Source. Ich schaue halt einfach mal in die commands.py rein, wo alle Kommandos definiert worden sind in Mercurial, und sage einfach, hey, was macht denn eigentlich Commit? Ja? Und dann sehe ich halt die Commit-Methode,
Und dann sehe ich halt schon, was die Commit-Methode macht. Sie macht halt ein bisschen Optionen, die ich alle nicht brauche. Das ist mir völlig egal. Und dann kommt halt in der interessante Part, dass er halt auch wieder committet mit einer Commit-Funktion. Und eigentlich muss ich nur den Kram kopieren und kopiert das 1:1 raus und habe damit einen fertigen Commit, weil die ganzen Optionen drumherum, die gebe ich ja selber an. Das ist mir, ich weiß ja, ob ich eine Branch will oder nicht. Genau. Und wenn... Hilfe. Genau. Und damit habe ich einfach, wenn ich mit dem Schreiben fertig bin, mache ich einen Commit. Ansonsten mache ich einen Add, wenn es created ist. Und jetzt kann ich, das ist eigentlich so alles. Das hat echt heute eine Dreiviertelstunde gedauert, mit nachgucken, wie die Commits funktionieren, weil ich das auch nicht auswendig weiß. Also ich gucke halt echt kurz in McCurl nach in den Kommandos und sage, okay, so funktioniert das. Oder ich könnte auch das Kommando wrappen oder so. Und dann kann ich hier reingehen und sagen, hoffentlich, wenn es funktioniert, ich mache hier ein Init. Okay. Jetzt mache ich HG Drop. Wow, up. Ja, ich habe es vorauskommentiert. Tja. So, und jetzt will ich natürlich, muss ich in die Datei was reinlegen. Dafür muss ich SSH wieder auf den Fnord. Genau. HG Dropbox 2. Okay, und jetzt beobachten wir uns mal kurz die Sache hier, weil das wird, da wird es detected, dass ich da was anlege. Und hier lege ich was an. Also ich kann keine Verzeichnisse oder so reinwerfen, weil ich noch keine Rekursionen drin habe. Ich kann einfach nur eine einzelne Dateien da reinwerfen. Und genau. Und tada, File added, but not yet committed. Das ist genau dieser Create-Event. Ich füge das die Datei hinzu. Da hätte sie auch im Status automatisch hinzugefügt. Wenn er fertig ist mit dem Schreiben, schreibe ich, okay, jetzt committen wir es und voilà, fertig. Und der nächste Ding wäre einfach, dass ich danach nochmal das CMD-Util für Push aufrufe und irgendwo auf einen Server zum Synchronisieren hinschicke und fertig. Und damit habe ich meine primitive Dropbox, die halt nur die Hälfte kann, aber irgendwie selber gebaut ist und wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber auf jeden Fall keine Passwörter für 4 Stunden oder so hat, die ich nicht brauche. Also ich meine, ist safe. genau, und so kann ich halt da rumbauen. Ist so ein bisschen so ein Einblick, was man so machen kann. Mit so iNotify, so Geschichten. Also wir hatten auch überlegt, uns einfach mal so Stammbäume in Git, McCurl reinzuwerfen. Das ist einfach auch ein hoffentlich meistens gerichteter Graph. Also Zyklen wäre ein bisschen seltsam. Und dann könnte man ja irgendwie so, keine Ahnung, Stammbäume mergen, wenn es Leute gibt, die sich dafür interessieren oder so, wenn man heiratet. Genau, ich weiß noch nicht, was Rebase in so einem Stammbaum ist, aber zum Thema Stabilität noch ein bisschen was. McCurl hat einen Ansatz, der ähnlich ist wie Git. Man behält sich vor, dass sich die interne API ändert. Die interne API ist nicht stable und sie wird nie stable sein. Das heißt, ihr werdet immer nachbauen müssen und immer rumbauen müssen. Es gibt zwei Abhilfen. Das erste ist, die einzige stabile API, die es im Moment gibt, ist die Ausgabe der Kommandos. Das heißt einfach Systemaufruf auf das Kommando und die Ausgabe parsen, wie man das in Git auch macht, ist die einzige stabile API. Und weil das nicht ganz so cool ist für viele, gibt es mittlerweile seit 2 Wochen eine neue Option, dass man McCurl in einem Daemon-Modus starten kann oder in einem CMD-Modus heißt das und dann über eine Unix-Pipe einfach Kommandos aufrufen kann und die Rückgabe des Kommandos kriegt und das ist auch eine stabile API. Genau, das kann man halt machen, aber wenn man halt Extension schreibt, dann rennt man immer den McCurl-Developern hinterher, die auch echt gern was ändern, weil, keine Ahnung, man versucht den Code möglichst klar und einfach zu halten. Was auch der absolute Hauptgrund ist, warum ich einfach super viel McCurl mache. Also ich habe mir den Git-Code angeschaut und versucht, den Git-Ding einzubauen. Und ich habe das Ganze in McCurl probiert und McCurl ist einfach so viel schöner, so viel einfacher, weil es hat auch irgendwie nur 30.000 Zeilen Code oder Python-Code. Das ist das komplette, also komplettes Ding. Komplett McCurl mit allen Extensions, die so mitgeliefert werden, hat vielleicht 30.000, 40.000 Zeilen Code. Und da kommt man relativ schnell dahinter, was, wo, wie, was macht. Und genau, das macht einfach mehr Spaß. Von daher wäre ich so mit meinem Teil, glaube ich, fertig. Und jetzt hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viele Fragen habt, die wir beantworten können, weil sonst ist es ja uninteressant. Fragen? Keine Fragen. Ja, dann hackt mal alle an McCurl rum und schaut mal, was ihr für coole Projekte habt. Also wenn jemand mal irgendwie so ein bisschen McCurl zweckentfremden will, ich bin für Ideen offen. Mir ist noch nichts eingefallen. Ich war ein bisschen unkreativ. Außer.
Bekannte mit Curl Extensions? Ah, nee, es gibt sowas wie CPAN, gibt's nicht. Es gibt Wiki. Es gibt das Wiki und da steht im Regelfall, glaube ich, relativ viel drin. Habe ich eine Connection? Ich sollte eine Connection haben. Egal, es gibt auf jeden Fall ein Wiki, /Wiki, und da gibt es eine Seite, wo das eben drin steht, die ganzen Extensions und die es so gibt. Und es werden halt eben ein paar mitgeliefert. Wenn ich einfach so ins Mercurial-Verzeichnis mal reinschaue, dann gibt es hier das HGX-Verzeichnis. Und da liegen halt so ein paar PI-Dateien drin. Und die sind, das sind alles Extensions. Also ACL, wenn man halt irgendwie Push-Control haben will, also User-Authentifizierung für Push. Wenn man Bugzilla hat, wer sowas noch verwendet. Churn ist nur so ein bisschen Statistik, wer wie viel Code gemacht hat. Color ist halt die Color-Extensions. Ist klar, dass man halt einfach kolorierten Output hat, damit es halt so aussieht, ja. Dann gibt es noch den Pager. Der Pager macht genau das Gleiche, dass ich nämlich hglog so mache, weil sonst würde, wenn ich alle Konfigurationen ausschalte, geht das irgendwie? Das geht auch irgendwie. Wenn man alle Konfigurationen ausschaltet, sieht Mercurial nämlich plötzlich ganz anders aus und macht nicht mehr so ganz viel Spaß. Es gibt gar keine Option, die Dinge auszuschalten. Naja, auf jeden Fall, wenn ich die ausschalten würde, dann hätte ich, würde das einfach durchrattern und ich müsste less aufrufen dahinter und das nach less pipen und sonst was. Also da gibt's so ein paar Extensions und wie gesagt, das Wiki hat so die meisten Sachen. Ja, die Waage jetzt hier hat verschieden, gute Idee. Ja, es sieht halt nicht mehr so lustig aus. Also. Ist halt plötzlich unnütz irgendwie so. Und ich habe halt irgendwie halt nur noch die Hälfte der Kommandos. Also es gibt halt gar nichts mehr. Es gibt kein Rebase mehr. Es gibt kein Subversion mehr und kein Pager, kein gar nichts, kein Caller-Output, nichts. Deswegen will man eigentlich relativ viele Extensions haben. Also ich habe auch echt eine ganze Reihe eingebaut. Also ich habe irgendwie die Convert-Extension Progress, damit man eine Progress-Bar sieht, ein Pager, Patchbomb ist für ein E-Mail-Ding, damit man seine Patches gleich per E-Mail wegschicken kann. Record ist so ein bisschen so eine Emulation von so einem Index. Caller, MQ ist so eine, also Patch-Queues wäre vielleicht mal von Andrew Morton, das Quilt-Programm kennt, ist so ein Patch-Management-Programm. Sowas gibt's für Mercurial auch. Das ist ziemlich mächtig, um so kurz an Features zu basteln und das noch nicht zu committen und so ein bisschen mal dran rumschrauben zu dürfen und können. Schemes ist zum Beispiel so eine Extension, dass ich halt nicht immer so HG-Push SSH machen muss, sondern ich kann BB für Bitbucket machen und dann macht er automatisch, setzt er das um in die SSH-URL von Bitbucket für mich. Und also da gibt's halt echt, sind alle mitgeliefert. Und Prompt ist nur, dann kann ich mir hübsche R-Prompts in meiner ZSH basteln, wo meine Branch-Name drin steht und so Kram. Genau, also weitere Fragen? Wie bitte? Ja, klar. MQ-Extension ist so gefragt worden. Folgendes. MQ funktioniert folgendes. Und zwar habe ich ein ganz normales Repository. Ganz normal. Mit der Revision 14.7.0.6. Und jetzt will ich anfangen, darauf was rumzubasteln. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das, was ich editiere, nicht nochmal geändert werden soll. Und normalerweise ist das Grundprinzip von Mercurial, alles, was einmal committed wurde, ist einfach fest. Ist auch das ganze Repository-Format ist auf Append-Only wirklich optimiert und sonst auf gar nichts. Also Rewriten von Repository-Format tut echt weh. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich will hier einen neuen Patch anlegen. Bugfix 3.20.23. Und dann sehe ich halt, dann habe ich hier keine Q-Series. Dass dieser Bugfix gerade der Patch ist, auf dem ich rumbaue. Und jetzt kann ich anfangen und sagen, okay, ich editiere hier irgendwie was. Keine Ahnung. Kann sehen, so im Diff. Und jetzt sage ich, okay,
Das ist, wenn ich jetzt committen würde, würde das ganz normal committen, aber ich will es ja gar nicht, sondern ich will das in diesen Patch schieben und ich will das mit diesem Patch managen. Und dann mache ich einfach HGQ Refresh und damit wird der Patch, auf dem ich gerade arbeite, geupdatet mit den Änderungen, die in dem Working Directory vorhanden sind. Und dann habe ich diesen Patch, HGQ Diff, kann ich den anschauen, was in dem Patch drin ist und kann jetzt den immer wieder runternehmen und wieder mit Push drauf tun und wieder runternehmen vom Repository und so weiter. Kann ihn jetzt wieder editieren und sagen, ach nee, doch nicht. Die E-Mail-Adresse ist peinlich, nimm eine andere. Und refresh ihn wieder. Und hab im Diff aber noch die Änderung von vorher. Ich habe also 2011 und die E-Mail-Adresse geändert. Und sehe das immer auch im Log. Also im Log taucht das auf, als wie wäre es ein ganz normaler Change. Nur mit dem Unterschied, dass ich diesen Change immer wieder runternehmen kann, von dem Repository und wieder draufschieben kann. Also es ist wirklich so ein Stack von Patches, die ich wieder hoch und runter schieben kann. Du willst also im Endeffekt, willst du was du schon mal committed hast, wieder eine... Ja? Ja, du hast, also du hast, okay, das ist folgendes, wenn ich das richtig verstanden habe, ich korrigiere mich an der Stelle. Also ich habe ein leeres Repository, das alles macht. Ich fange an und editiere was. Okay, also ich habe die Änderung und jetzt entscheide ich mich, dass ich sagen will, ich will es nicht committen oder was. Und dann mache ich einfach HGQ New. Also legt einen neuen Patch an, Q für alle diese Q-Patches, Q, ganze Q-Extension fängt alles, also MQ fängt alles mit Q an als Kommando, sagt den Patch-Namen, sagt Copyright Change und dann legt er den automatisch an und packt automatisch die Änderungen, die im Repository drin waren, schon initial da rein. Ja? Das heißt, ich habe im Q-Diff habe ich es drinstehen, ja? Im Patch ist es schon drin. Genau. Und aber es ist eben nicht im Repository, also ich habe es nicht committed, sondern ich habe es nur in dem Patch drin. Okay? Und wie gesagt, ich kann, also so handelt man halt einfach, wenn man so ein Feature entwickelt, baut man halt so 5 Patches und wenn man fertig ist, schiebt man die alle wieder hoch, also applied sie und dann macht man Q-Finish und dann werden sie umgewandelt in echte Change-Sets. Genau, und dann ist es fertig und steht da ganz normal drin. Als Change-Set. Und wenn ich es noch nicht gepusht habe auf irgendwo andere Server, dann kann ich es auch theoretisch wieder importieren. In Q, also kann ich einen existierenden Change-Set wieder in meine Queue reinnehmen. Gibt es, heißt P-Branch, Patch-Branch, ist eine Extension. Ja, ist eine Extension. Gibt es Fragen? Also wenn du zwei Codebasen gleichzeitig hast, kommt ein bisschen auf den Fall an. Wenn es geht, mergen. Also wenn du es mergen kannst, dann mergen. Also du würdest gerade auf 2.2 arbeitest und auf 2.1 noch einen Bugfix hast und dann würdest du auf 2.1 den Bugfix machen und dann die 2.1er Branch in die 2.2er Branch mergen und das würdest du immer wieder machen. Für jedes, was du in 2.1 änderst, würdest du es nach 2.2 mergen. Das beinhaltet aber, weil Merge so ist, dass alles, was an vorherigen Revisionen auf der einen Branch gemacht wurde, reingemerged werden automatisch, beinhaltet das implizit, dass du sagst, dass alle Änderungen, die auf der 2.1er Branch gemacht wurden, auch in der 2.2er drin sein sollen. Und es gibt halt Fälle, wo du auf der 2.1er Branch Dinge änderst, die du in der 2.2er Branch nicht ändern willst. Ja, also sei es, keine Ahnung, es gibt einen komplizierten, richtigen Fix in der 2.2er Branch bereits, aber es ist nicht möglich in der Zeit und in dem Budget, es auf der 2.1er Branch auch zu machen und der Release muss morgen raus und du kennst eine ganz dreckige Alternative dazu, dann committest du sie halt und
kannst es dann aber nicht mehr reinmergen in die 2.2er und da müsstest du halt ein bisschen gucken, dann benutzt man, also in dem Fall würde ich es nach einer Zeit wieder removen das Changeset über Backout und dann mergen. Aber wenn du das nicht machst, dann musst du Transplant nehmen, aber dann kriegst du die Branches halt nie mehr gemerged, hast immer den doppelten Aufwand und das ist einfach nicht schön. Also du willst eigentlich im Regelfall immer auf der einen Branch fixen und das dann reinmergen. Ja? Ist ungefähr klar geworden? Ja. Und wenn du dir zum Beispiel, also wenn man sich zum Beispiel nicht sicher ist, muss ich noch länger drüber denken. Aber ja, einfach mergen. Weitere Fragen? Also wenn ihr irgendwie Mercurial-Fragen habt, wenn ihr irgendwie eine Extension rumhacken wollt, ihr könnt mich auch immer die ganze Zeit ansprechen. Wenn ihr wissen wollt, warum Mercurial viel besser ist als Git, könnt ihr mich auch fragen. Ich bin immer für zum Trollen zu haben. Okay, genau. Also ansonsten kommt halt nachher her, wenn ihr noch Fragen habt. Gut, fertig.